Heute geht es um das Thema Manifestieren, warum deine Wünsche nicht in Erfüllung gehen. Ich will dir ein paar Punkte zeigen, woran das liegen kann, warum du deine Ziele nicht erreichst. Gerade bei mir im Abnehmprogramm, wenn es Frauen gibt, die das Problem haben, dass sie ihr Ziel nicht erreichen, arbeiten wir sehr gerne mit diesen Punkten und schauen uns nochmal ganz genau an, woran das liegen könnte. Und zwar, ihr kennt wahrscheinlich alle The Secret, wie man sich seine Wünsche Ziele erreichen kann mit positivem Denken. Aber in dem Film bzw. in dem Buch wird nicht über alles gesprochen, weil es geht nicht nur um positiv Denken, sondern auch um die Schwingung, um unsere Gefühle, was wir raussenden. Und es gibt aber auch noch andere Themen, wie zum Beispiel unser Herzenswunsch. Manchmal haben wir Wünsche, die nicht von Herzen kommen, sondern die wir von außen bekommen haben. Ja? Zum Beispiel gibt es ganz viele Mädels, die wollen Topmodel werden. Und es ist aber nicht ihr Herzenswunsch. In Wirklichkeit hat ihre Seele einen ganz anderen Weg. Und oft schaffen die das nicht. Ihr seht es jetzt gerade hier mit Heidi Klum, Topmodels oder dieses DSDS mit den Sängern. Da gibt es ganz, ganz viele Jugendliche, die dann plötzlich diesen Weg gehen, die berühmt sein wollen, die denken, oh, das ist ganz toll. Aber es ist nicht ihr Herzenswunsch. Und wenn das nicht ihr Herzenswunsch ist, wenn es nicht von der Seele der Weg ist, dann klappen solche Wünsche nicht. Aber nicht nur mit diesen Themen. Es kann auch sein, dass du zum Beispiel sagst, vor 30 muss ich verheiratet sein und Kinder haben. Kann auch sein, dass das nicht von dir kommt, sondern nur von außen, weil das die Gesellschaft uns vorgibt. Oder Männer, die ein dickes Auto haben wollen, um ihren Freunden zu imponieren und sich denken, wann klappt es endlich mit dem dicken Auto. Es ist nicht ein Wunsch, der wirklich aus deinem Herzen kommt. Und da kannst du noch so visualisieren, meistens klappt das auch nicht. Und wenn es klappt, ist man oft trotzdem nicht erfüllt und auch nicht glücklich. Also wenn du dich fragst, warum ist mein Wunsch bis jetzt nicht in Erfüllung gegangen, frage dich, ist das wirklich ein Wunsch, der aus deiner Seele kommt, von deinem Herzen, aus deinem tiefsten Herzen kommt? Ist es ein Wunsch von dir oder bist du manipuliert von draußen? Ja, weil es eine, keine Ahnung, ein teures, großes Haus ist, eine ganz tolle Tasche ist. Willst du irgendjemanden damit beeindrucken oder denkst du, dass dann dein Wert damit steigt, wenn sich dieser Wunsch erfüllt? Dann hast du vielleicht auch schon das Ergebnis, warum das nicht klappt. Dann haben wir eine andere Sache, warum es nicht klappen könnte, ist, du hast diesen Wunsch, bewusst wünschst du dir etwas, aber unterbewusst spricht was dagegen. Und dann kollidiert das miteinander und dann klappt es absolut nicht. Das mache ich auch in meinem Abnehmprogramm mit meinen Teilnehmerinnen, und zwar geht es um die Glaubenssätze. Wenn du davon überzeugt bist, ich schlank, ja, ich möchte abnehmen, einen guten, gesunden Körper haben, aber innerlich hörst du noch immer die dicke, faule, keine Ahnung, was du als Kind mitbekommen hast. Wenn dieser Glaubenssatz in dir fest drin ist, dass du es nicht schaffst, dass du es nicht wert bist, kannst du nicht abnehmen, dann ist es drinne fest gespeichert. Und da müssen wir uns die Glaubenssätze genau angucken. Ich habe mir extra ein Buch rausgesucht von Anthony Robbins, der Tony Robbins, und zwar erklärt er, wie man Glaubenssätze herausfindet und wie man diese lösen kann. Das möchte ich euch hier kurz vorlesen. Er erklärt, wie man da schrittweise dran geht. Wir haben vieles im Hinblick auf unsere Glaubenssysteme entdeckt. Okay, ich kann jetzt nicht das ganze Buch erklären, aber er hat zum Beispiel gezeigt, viele Gedanken, die wir haben über andere Menschen, über bestimmte Situationen, dass das oft einfach nur Glaubenssätze sind, die wir von unseren Eltern oder von unseren Mitmenschen oder vom Fernseher übernommen haben. Ich gebe dir ein Beispiel, alle dicken Menschen sind faul. Oder die meisten Männer gehen fremd. Oder viele Männer haben auch zum Beispiel den Glaubenssatz, hübsche Frauen sind arrogant oder die hatten schon viele Männer. Das sind alles so Glaubenssätze. Meistens, wenn man ein bisschen Erfahrung hat und etwas älter wird, merkt man, dass das gar nicht stimmt. Ja, dass viele Glaubenssätze, dass das absolut nicht stimmt. Wäre natürlich gut, wenn man von klein auf oder von jung auf das schon lernt, was Glaubenssätze sind, wie man sie erkennt und wie man sie lösen kann und gerade diese Vorurteile. Jetzt geht es aber darum, wie kannst du den Glaubenssatz finden, der in dir drin steckt, der dir nicht erlaubt, dass dein Wunsch in Erfüllung geht. Und hier gehen wir so vor, es gibt Wenn-Dann-Glaubenssätze wie, wenn ich immer mein Bestes gebe, dann werde ich Erfolg haben. Oder wenn ich diese Person total vereinnahme, dann wird sie mich verlassen. Es gibt dann auch globale Glaubenssätze, sagt er, zum Beispiel in Bezug auf Menschen. Der Mensch ist grundsätzlich gut oder schlecht. Dazu gehören auch Glaubenssätze über die eigene Person, ihre Chancen im Leben, die Zeit, den Mangel, den Überfluss und so weiter und so fort. Bei mir war zum Beispiel lange Zeit ein Glaubenssatz, erst wenn ich was leiste, bin ich was wert. Ja? Wenn ich jetzt sitze und nichts tue, dann das spricht total gegen mich. Ja? Ganz, ganz schlecht. Oder wenn ich auch jemanden gesehen habe, der nichts macht und der sehr langsam ist, das hat mich so aufgeregt und es hat mir nur etwas gespiegelt. Das hat mir nur gespiegelt, dass ich mir selber nicht erlaube, mich mal hinzuchillen, mal nichts zu tun, mal auszuruhen, mal mit einer Chipstüte
da irgendwo mich hinzusetzen. Ja? In meinem Kopf nein. Immer fleißig sein, immer etwas leisten, immer etwas tun und erst dann bin ich etwas wert. Und wenn wir das erkennen, aufschreiben, er hat in seinem Buch wie heißt das? Ich habe das Buch hier nicht ausgefüllt, ich hatte das auf einem Blog gemacht. Ermutigende Glaubenssätze. Wir haben nämlich gute Glaubenssätze, die uns ermutigen, aber auch entmutigende Glaubenssätze. Und da darfst du in dich reinschauen. Das ist nämlich so, die Wissenschaftler, es gibt verschiedene Wissenschaftler, die erklären, Glaubenssätze entstehen in den ersten 7 Lebensjahren. Weil in den ersten 7 Lebensjahren sind wir in einem Gehirnzustand, der alles aufnimmt und aufsaugt und nicht hinterfragt, aber direkt speichert. Deswegen ist es so wichtig, dass Eltern das wissen, dass ihre Kinder nichts hinterfragen. Du kannst nicht sagen, oh Mann, bist du doof. Das wird gespeichert, dass das Kind doof ist. Also wir müssten echt schauen, wie wir mit dem Kind reden, wie wir ihn behandeln, wie wir mit der ganzen Erziehung mit dem Kind halt umgehen. Und dann können wir uns überlegen, was habe ich in den ersten 7 Jahren gelernt von meinen Eltern über Beziehungen, über Gesundheit, über überhaupt das Leben, über Reichtum, über mein Aussehen, ja, über mich selber, über meine Gefühle, über meine Gedanken, über meine Person. Was habe ich da für ein Bild vermittelt bekommen? Weil das bist du nicht. Das bist du so. Also wenn es was Positives ist, auf jeden Fall behalten und lassen. Wenn es etwas Negatives ist, weißt, bist du nicht. Wir sind alle rein, wir sind alle perfekt, bekommen aber halt die Stempel von links und rechts draufgeknallt, von Schule, von Eltern, von wo auch immer. Wenn du die Glaubenssätze herausgefunden hast, ja, beobachte dich, bist du immer hektisch. Also je nachdem, was du für einen Wunsch hast, überlege, was könnte da für ein Glaubenssatz dahinter stecken. Wenn es dir schwerfällt und du es nicht rausfinden kannst, schreib es mir gerne unten in die Kommentare, kann ich dir helfen, das herauszufinden. Er sagt jetzt, wenn du Glaubenssätze gefunden hast bei dir, ja, du bist es nicht wert oder was auch immer, dann kannst du dich fragen, was genau ist an diesem Glaubenssatz lächerlich oder absurd? War die Person, die mir diesen Glauben nahegebracht hat, ein gutes Vorbild in diesem Bereich? Welchen emotionalen Preis muss ich letztlich zahlen, wenn ich an diesem Glauben festhalte? Welchen Preis muss ich letztlich in meinen zwischenmenschlichen Beziehungen zahlen, wenn ich an diesem Glauben festhalte? Und dann geht es halt weiter und weiter. Welchen Preis muss ich zahlen? Physisch, finanziell und im Hinblick nahestehender Personen. Das ist sehr interessant. Das Buch kann ich euch nur empfehlen. Das hatte damals ganz früher 200 D-Mark gekostet. Ich habe das jetzt für, ich glaube, 10 Euro oder so gekauft. Sehr spannendes Buch, wenn du das auch wirklich durchnimmst und dich da dran setzt an diesem Buch. Also jetzt haben wir schon mal einen ganz wichtigen Punkt herausgefunden. Wenn sich dein Wunsch nicht erfüllt, dann kann das was mit deinen Glaubenssätzen zu tun haben. Schau sie dir an. Ist alleine oft schwer, weil man sieht den Wald voller lauter Bäume nicht. Ihr kennt das, ja. Wenn einer dir von außen hilft, kann es einfacher sein, da reinzugehen. Da biete ich ja auch Coachings an. Ich sage das nicht oft, weil es halt immer Werbung ist, aber auf meiner Webseite könnt ihr da schauen. Da können wir miteinander sprechen, über Skype oder ja, über WhatsApp und schauen, dass ich dir helfe oder du lässt dir von jemandem anders helfen oder du holst dir ein Buch und schaust einfach selber rein. Es ist immer am günstigsten, am einfachsten, selber sich mit sich selbst beschäftigen. Gut. Dann habe ich mir hier noch einen anderen Punkt aufgeschrieben und zwar Zweifel, ob es klappt. Oft klappt es nicht, weil wir enttäuscht sind. Und wenn du dir ganz oft was gewünscht hast und es immer wieder nicht klappt, dann ist es schon gespeichert als ein Programm, dass es sowieso nicht klappt. Auch dieser Wunsch wird nicht klappen. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass du anfängst, dir Wünsche zu wünschen, ganz klein erstmal, wo du sicher bist, dass es in Erfüllung gehen kann. Ja? Morgen esse ich zum Frühstück nur Obst. Und dann kaufst du dir Obst und machst das. Dann hast du schon mal dein Selbstbewusstsein nicht enttäuscht. Ja, weil es ist ja alles miteinander verbunden, dein Geist, deine Seele, dein Körper. Und wenn du dir etwas ganz Großes wünschst und es nicht klappt, dann heißt es, ich bin ein Loser, ich werde es sowieso diesmal auch wieder nicht schaffen. Was aber auch ganz interessant ist, Dr. Bruce Lipton meint, ich hatte das mal erwähnt oder in einem anderen Buch habe ich das gelesen, wie unsere Gedanken auf dieser Erde funktionieren. Wenn wir einen Wunsch haben, fängt er an, sich im Feinstofflichen erstmal schon mal zu kreieren. Du kannst dir vorstellen, du wünschst dir jetzt gerade einen flachen Bauch. Dann wird feinstofflich schon dein Körper mit einem flachen Bauch vorgezeichnet. Hast du Zweifel, wird das wieder wegradiert. Deswegen ist es so wichtig, ins Vertrauen zu gehen, dass du das bekommst, was du möchtest. Natürlich ist es nicht immer einfach, wenn das Vertrauen schon oft missbraucht wurde, weil du immer wieder nicht bekommen hast, was du dir gewünscht hast, dann geh in kleinen Schritten vor. Geh in ganz kleinen Schritten vor, wünsche dir Sachen, wo du weißt, das klappt. Sei es, dass du sagst, ich laufe jetzt zum Rewe und gehe nicht mit dem Auto. Oder heute verzichte ich mal auf... Also mach etwas, was du wirklich erfüllen kannst. Morgen stehe ich 5 Minuten früher auf. Ja? Nicht eine halbe Stunde, 5 Minuten. Das kannst du schaffen.
Jeder ist anders, der eine schafft es, der andere nicht. Schau, dass du Dinge machst, die du schaffen kannst, um schon mal dein Selbstbewusstsein und dein Unterbewusstsein zu zeigen, zu signalisieren, ich schaffe es, ich kann meine Wünsche erfüllen. Das kann helfen. Das war jetzt eigentlich so die wichtigsten Punkte. Und jetzt erkläre ich dir auch nochmal, wie du am besten visualisieren kannst. Dieses ganz positiv Denken hilft nicht wirklich immer. Ja? Wichtig ist, dass du erstmal weißt, was du überhaupt haben möchtest, dass du das Bild vor Augen hast, was du wirklich haben willst. Dann gehst du in das Endergebnis. Stell dir vor, du hättest es schon. In dem Fall, du hast schon deinen flachen Bauch. Du hast schon dein Idealgewicht. Und viele spüren jetzt schon den Zweifel. Und dann wisst ihr, es wird gerade wieder wegradiert. Ist aber wichtig, wenn du den Zweifel spürst, dass du ihn zum Ende spürst. Weil wenn wir jetzt diesen Zweifel spüren und sagen, geht eh nicht, damit haben wir schon mal was abgeschickt und sagen, geht nicht, brauche ich nicht, so ungefähr. Deswegen denke diesen Gedanken mit dem Zweifel zu Ende. Geht nicht, aber ich weiß, dass das geht. Also schau, dass du den Kreis schließt und diesen negativen Gedanken, in Anführungsstrichen negativ, positiv zu Ende denkst, für dich selber, dass es doch klappt. Das ist ein Beispiel so, was Frauen zum Beispiel manchmal haben, wo ich letztens auch eine hatte, letztens schon lange her, die immer wieder Probleme hatte mit dem Partner. Und wenn die sich vorstellt, in dieses Visualisieren geht, dass sie ihren Traumpartner hat, kommt immer wieder ein negatives Bild, dass das doch nicht klappt mit diesem Partner. Ja, also entweder ist es dann doch ein Alkoholiker oder er geht ihr fremd oder ihre beste Freundin schnappt den ihr. Das heißt, sie versucht zu visualisieren ein positives Bild, aber da kommt immer was Negatives dazwischen. Und dann habe ich auch gesagt, dann denk das zu Ende in Positiven. Ja, stell dir das vor, dass es dann so ist, aber ein positives Ende hat, damit du nicht dieses Negative rausschickst. Also den Zweifel nicht stehen lassen, sondern du radierst ihn nochmal mit deinen Gedanken weg, indem du es positiv zu Ende denkst. Also noch einmal, wie manifestierst du richtig? Indem du erstmal das Bild siehst, was du haben möchtest, im Positiven. Dann gehst du in das Endergebnis und stellst dir vor, du hättest es wirklich. Was für ein schönes Gefühl ist das? Und dann glaubst du, du hast es bereits erhalten. Ich weiß, es ist nicht immer einfach, weil wir leider viel zu sehr an diesem Negativen verfangen sind und oft nicht daran glauben, nicht daran denken. Aber das ist ein Muskel, den wir trainieren können, unsere Gedanken, immer wieder sich auf das Positive zu fokussieren. Nicht auf das Negative in der Situation, sondern auf das Positive. Das Bild sehen, das du gerne hättest. Dir vorstellen, wie es wäre. Und da haben schon viele Angst. Allein dieses Vorstellen, wenn ich das hätte und dann direkt, ach nee, ich doch nicht. Dann hast du es selbst dir selber eigentlich wieder weggenommen. Behalte diesen wunderschönen Gedanken immer und immer wieder, jeden und jeden Tag. Und stell dir vor, du hast es bereits erhalten und sei dankbar. Danke dafür, dass du die Möglichkeit hast, diesen Wunsch wirklich zu erhalten. Das war's jetzt zu diesem Thema. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen verständlich erklärt. Wenn da noch offene Fragen sind, lass es mich unten wissen. Und ich wünsche uns allen gemeinsam, jedem Einzelnen, der mir jetzt da draußen zuschaut, dass eure Herzenswünsche in Erfüllung gehen. Das wünsche ich mir wirklich von Herzen für euch. Ich wünsche euch alles Liebe, ein wundervolles Leben, voller Erschaffen, Manifestieren, was uns glücklich macht. Alles Liebe.